So, ich sitze jetzt im kleinsten Flieger der Welt mit, ich weiß nicht, ob man es hört, aber hier läuft so Musik, die klingt wie irgendwie der Nussknacker oder so. So ganz, hallo, so ganz dramatische Weihnachtsmusik. So. Ich fühle mich direkt hier in Stimmung. Diese Mucke, ich komme nicht klar. Ja, wir sind gerade unterwegs zu so einem kleinen Workshop-Influencer-Event, Twitch-Gedöns in Innsbruck. Wir waren beide noch nie in Österreich und ich bin sehr gespannt. Ich bin echt aufgespannt. So, wir landen bald, beziehungsweise gehen jetzt durch die Wolken durch mit unserem kleinen Mini-Flugzeug. Ich glaube, es wird sehr rödelig. Oh Gott. Oh, oh shit. Und da ist die Musik wieder. Wir sind Touristen und wir sind dazu noch Influencer, okay? Scheiße. Warten wir jetzt alle nur für ein Foto, oder? Ja. Achso, cool. Aua! Aua. Körperverletzung, live auf Video! Verhaftet ihn! Ist schon wieder. Das ist mega sexistisch. Ja. Da vorne ist das Wahrzeichen von Innsbruck. Da ist ein goldenes Dach und da ist der Weihnachtsmarkt. Geradeaus. Goldene Dach. Na, du bist nicht das goldene Dach. Und was daran so toll? Das ist golden. Cool. Hast du schon mal ein goldenes Dach gesehen? Nee. Creepy Hotel hier, ey. Ganz ehrlich, das ist geil. Mhm. So, und wieder zurück im Hotel für heute. Das war's. Sind angekommen, haben allen Leuten Hallo gesagt, waren auf dem Weihnachtsmarkt, waren ein bisschen ein Bicheln. Und jetzt zurück im Hotelzimmer pünktlich, damit wir alle morgen fit sind. Morgen ist was ziemlich Cooles geplant. Morgen ist der Helikopterflug über die Alpen geplant, worauf ich mich persönlich megamäßig freue. Ich war A, noch nie in einem Helikopter und B, habe ich noch nie die Alpen gesehen. Deswegen bin ich super, super gespannt. Ich hoffe auch, dass ich da ein paar coole Bilder für den Vlog machen kann. Freue mich mega drauf. Bis morgen. Da geht's hin. Da hoch. Sitzen wir hier gerade alle rum und warten darauf, dass der Helikopterflug losgeht. Dizzy und Igai sind schon fleißig am Streamen. Aber ich werde den Flug wahrscheinlich nicht streamen, weil, keine Ahnung, kein Bock, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, ich werde lieber einfach filmen und dann vielleicht später nochmal online kommen, wenn wir die Seilbahn nehmen auf die Berge. Ich glaube, das ist ein bisschen cooler. Oh,
Wetter war das schön. War mega, oder? Mega. Ist ein bisschen schlecht geworden. Ja, ich das auch war echt flau im Magen. Ich fand den Druck halt ziemlich krass. Krass, der hat mich ganz schön fertig gemacht. Ich bin hier in Innsbruck mit all diesen Vögeln da. Bin ich gerade auf dem Twitch-Event. Wir gehen gleich auf den Berg hoch, das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ich war noch nie vorher in Österreich. Wir gehen jetzt Richtung Seilbahn, wir wollen den Berg nach oben. Diesen Berg wollen wir gleich hochfahren und uns mal die Stadt von oben angucken. Es ist super schön in Innsbruck. Schaut mal, hier kann man sehen, wo es gleich hochgeht. Ja. Nee, warte, komm. Stellt euch da hin, wo wir machen das so. Das ist übrigens der E-Guy. Hallo. Gleich geht's nach oben. Los geht's. Der Influencer-Kindergarten geht auf ein Abenteuer. Wir sind jetzt bei der ersten Station angekommen und steigen jetzt nochmal um ganz nach oben zu fahren. In MacBomb, wo ich herkomme, da gibt es halt keine Berge. Wenn er etwas. Ja, der eine Rodelberg, der 20 Meter hoch ist und als Berg gilt. So, das sind die krassesten Berge, die ich kenne. Und dementsprechend, ich bin einfach, wenn einfach so ein Berg vor mir ist, ich bin halt einfach deswegen schon scheiße beeindruckt. Wir laufen jetzt basically zur nächsten Seilbahn, damit wir ganz nach oben fahren können. Jetzt geht's raus, oder? Ja, ich dachte, wir docken jetzt an hier. So, war jetzt anscheinend wieder nur Zwischenstation. Jetzt geht's noch einen höher. Vogel, ja, da ist Vogelkacke. Gut, dass euch das aufgefallen ist. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Das ist das Highlight. Ist schon ein bisschen skurril. Ist schon ein bisschen so eine Welt für sich hier. Naja, ich weiß auch gar nicht so genau, worauf wir jetzt warten. Ich glaube, es wird eine Erfahrung gebracht, wie wir jetzt weiterfahren, glaube ich. Und uns wurde gerade gesagt, es gibt auch eine Aussichtsplattform hier, deswegen rennen wir da jetzt alles hin wie ein Rudel wilder Influencer. Ich glaube, ich habe seit Jahren nicht mehr so frische Luft geatmet. Jedenfalls nicht in Köln. Da geht's hoch zur Skipiste. Hier sind halt überall Skipisten. Keine Ahnung, ich war noch nie in meinem Leben Skifahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte oder ob ich gut darin wäre. Aber man kriegt auf jeden Fall mega Bock, hier Ski zu fahren. Es ist natürlich in real noch so viel schöner als in der Kamera. In real ist es gerade noch viel atemberaubender. Ah, guck mal, wie süß. Hier hat jemand einen kleinen Schneemann gebaut. Das finde ich süß. Und vor allem auch, wie man halt von oben auf die Stadt gucken kann. Wie man halt von hier aus auf Innsbruck gucken kann, ist halt auch der blanke Wahnsinn, finde ich. So, die Truppe zieht weiter. Ich folge mal, damit ich nicht verloren gehe. Wieder ab in die Seilbahn. Das war so schön oben, aber auch so arschkalt, heilige Scheiße. Ich war vielleicht 10 Minuten draußen und ich friere hier voll wie so eine Muschi. Meine Pfoten, Alter. Aber mega schön. Vor allem jetzt gerade geht die Sonne so ein bisschen unter. Und wir haben tatsächlich perfekt den Sonnenuntergang abgepasst und das sieht einfach so nice aus. Wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen und heizen uns auf mit warmem Kakao. Wie ist es bei euch? Geht. Ich trinke Glühwein gegen die Kälte. Okay, dann trinke ich jetzt auch ganz schnell Kakao, dann geht's wieder. Uff. So. Das war Tag Nummer 2 und Tag Nummer 2 war ganz schön krass. Endlich wieder zurück im Hotel. Es ist 1 Uhr nachts
also normale Zeit. Ich bin auch immer noch sehr nüchtern. Heute war ein ganz schön krasser Tag, weil wir haben heute gleich zwei ziemlich nice Sachen gemacht. Wir waren einmal mit einem Helikopter über die Alpen fliegen, was halt... Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals in meinem Leben mache. Es war saumäßig cool. Die Aussicht war wunderschön. Ich habe euch Videos gemacht, aber ganz ehrlich, ich glaube, sowas ist im Real Life einfach tausendmal schöner. Aber man kann es vielleicht mit den Videos so ein kleines bisschen nachvollziehen. Und danach sind wir mit der Seilbahn auf die Berge und haben uns halt wirklich den Sonnenuntergang angeschaut. Von ganz oben, von der Bergspitze. Ich habe heute sehr viel Schönheit gesehen und aufgenommen. Ja, und morgen geht's zurück. Allerdings erst um 15 Uhr. Das heißt, wir haben morgen wohl noch ein bisschen Zeit, die Stadt zu erkunden, einfach ein bisschen rumzulaufen. Da freue ich mich auch drauf. Und dann geht's auch schon zurück. Und ich werde jetzt erstmal schlafen. Und da sind wir schon. Das war's schon. Jetzt sind wir wieder im Flieger. Man sieht mir die Tage gar nicht an. Ja, das war schon. Wir sind jetzt wieder auf dem Flieger, auf dem Weg zurück. Es schneit. Ich wollte eigentlich ganz gerne mal ein Panorama von den Bergen aufnehmen, aber es ist komplett neblig und komplett zugeschneit alles. Boah, waren jetzt zwar nur insgesamt zwei Tage, aber war halt mega ereignisreich. Wir haben mega viele Eindrücke und so bekommen. War schon extrem cool, war schon ziemlich geil.